Mutiny Wallet ist genauso wie im letzten Tutorial-Video, wo ich über das Phoenix Wallet gesprochen habe und demonstriert habe, wie das funktioniert. Ein Self-Custodial, also auf gut Deutsch ein Selbstverwaltungs- oder Selbstverwahrungs-Lightning Wallet, einfach zu bedienen ist, besonders eben für Neulinge, für Bitcoin-Neulingen, Bitcoin-Anfänger. Mein Name ist Kevan Davani und ich bin der Host der Bitcoin Podcast Show, der Kevan Davani Connection oder kurz gesagt der Davani Connection. So, jetzt gehen wir nochmal auf die Webseite von Mutiny, denn es ist ein webbasierendes Wallet. Aus verschiedensten technischen Gründen hat leider mein Handy diverse Probleme, weil ich habe auch eine ältere Android-Version, deshalb mache ich das jetzt am Desktop. Für tiefende Demonstration werde ich dir auch den Link zum BTC Sessions. Er macht exzellente Tutorials, leider auf Englisch, aber wie gesagt, vielleicht funktioniert es irgendwie mit Auto-Übersetzungen, Auto-Deutsch-Übersetzungen. Also hinter Mutiny Wallet steht übrigens Tony Giorgio. Er hat unlängst ein Interview gegeben am 11. August. Tony Giorgio ist der Co-Founder, Co-Mitbegründer und CEO von Mutiny Wallet, ein Selbstverwaltungs-Lightning Wallet. Das ist das Tutorial von BTC Sessions, wo er wirklich im Detail auf seinem Handy das demonstriert. Man muss es nicht downloaden, man muss es nicht installieren. Man kann es eben, weil es eben webbasierend ist, auch eben über Webbrowser. Was wichtig ist, aber darüber werde ich noch später zu sprechen kommen, ist sagen wirklich die absolute sichere Verwahrung deiner 12 Wörter, die du dir dann sorgfältigst aufschreiben solltest und irgendwo sicher verwahren, laminiert oder eingestanzt auf eine Metallplatte und dergleichen. Kommen wir zurück zum mutinywallet.com. Das ist die Website. Ja, also wenn du dann auf deinem Handy bist, dann solltest du imstande sein, wenn du diese drei Dots, drei Punkte da anklickst, solltest du irgendwo sehen, downloaden, ja, also in App downloaden. Also man kann es sagen, wenn du es wirklich möchtest, als App downloaden und installieren, musst du aber nicht. So, das heißt, wenn ich dir jetzt zum Beispiel auf Use Mutiny, also Mutiny nutzen, gehe, braucht es eine gewisse Zeit, ein paar Sekunden, um das Ganze mal zu laden. Und dann können wir uns ein bisschen vertraut machen mit den diversen Eigenschaften von Mutiny und mit den Settings, mit den Einstellungen und vor allem auch die leichte Handhabbarkeit, die leichte Nutzung Mutiny Wallet. So, da sehe ich das schon. So, und das Erste, was du dann siehst, ist sagen der Main Screen. Und da steht eben Secure Your Funds, steht als erstes oben Backup. Darüber komme ich jetzt noch zu sprechen. Hier siehst du sozusagen null Sats, also wie gesagt, ein Bitcoin sind 100 Millionen Sats. Also du hast hier 0 in Lightning, weil es eben auch ein Lightning Wallet ist und On-Chain hast du auch 0. Ja, das heißt, du kannst beides, wie auch bei Phoenix Wallet, kannst du beide Transaktionen machen, On-Chain, ja, und Lightning. Das ist so anhand dieses Blitzsymbols. Nachdem ich aber halt noch nichts da drinnen habe und das werde ich auch nicht für diese Demonstration, deshalb verweise ich dich dann weiter an BTC Sessions, weil er das auch, nachdem er auch gewisse Beträge auf seinem Wallet transferiert hat, konnte er auch sozusagen diverse Transaktionen auch demonstrieren. Aber ich möchte dann wirklich nur die Prinzipien hier, die fundamentalen Prinzipien, die fundamentalen Möglichkeiten hier einfach aufzeigen. Hier, wenn ich jetzt auf Receive gehe, da steht natürlich, die erste Lightning-Transaktion benötigt 50.000 Sets als Minimum oder mehr. Und es gibt ein Setup-Gebühr beim ersten Mal und es wird sozusagen von dem jeweiligen Betrag dann halt natürlich zusätzlich halt abgezogen. Ja. Aber man braucht, meine ich, für die erste Lightning-Transaktion mindestens 50.000 Sets. Also am besten gleich 100.000 Sets oder so in der Größenordnung vielleicht. Das kann man es gleich so. Man kann es hier zwar anklicken, 10.000 Sets, 50, 100.000 Sets und 1 Million. Aber ich würde sagen, einfach bei 100.000 oder 60.000, 70.000, auf jeden Fall über 50.000. So, und du bekommst ja auch hier einen Warnhinweis. Das ist eine Beta-Software. Das heißt,
Das heißt, es wird natürlich da und dort sich irgendwelche Bugs geben, Probleme oder Ungereimtheiten, aber deshalb sollte man natürlich auch nicht größere Beträge da jetzt nur einfach nur zur Sicherheit, nicht auf einem Bitcoin-Wallet, also wirklich größere Beträge, immer in Verbindung mit einem Hardware-Wallet verwahren. Also das ist natürlich nur ein Disclaimer oder ein Warnhinweis, nur weil die einfach verpflichtet sind, das auch zu sagen. Es ist eine Entwicklung natürlich in Beta-Software, aber es ist unglaublich, was die jetzt auch jetzt schon geleistet haben. Das heißt, tu da nicht mehr Geld rein, als du bereit bist zu verlieren. Ja, das sag mal halt zusätzlich halt. Was wichtig ist, das Allerwichtigste, Backup. Ja, aber du wirst dann sozusagen 12 Wörter bekommen und du musst dann diese 12 Wörter dann aufschreiben. Und wenn du sozusagen deine Browsergeschichte dann löscht oder dein Gerät, dein Handy verlierst, die 12 Wörter, die du sorgfältig aufschreibst und sicher verwahrst, nicht bitte fotografieren, nicht screenshotten oder dergleichen, keine Kameras irgendwo in der Nähe haben, einfach aufschreiben, laminieren oder am besten auf eine Metallplatte einstanzen, also wirklich sorgfältig aufschreiben, einfach verwahren. Und es ist ein Self-Custodial, also Selbstverwahrung, selbst zu verwaltendes Wallet. Und das sollte man wirklich jeden, auch Neuling, jeden Bitcoin-Neuling, jeden Bitcoin-Anfänger dazu auch sozusagen verführen oder verleiten, wirklich zu einem Selbstverwahrungswallet und nicht zu einem Fremdverwahrungswallet, also durch Drittparteien jetzt irgendwie in der Mitte quasi hinführen, sondern schon, deshalb mache ich auch diese Aufklärungsvideos und Tutorials. So. Also ich habe schon sozusagen für mein Wallet, aber nur der Demonstrations wegen, hier bekommt man sozusagen wohl hier die 12 Wörter. Und die solltest du auf jeden Fall am besten dreimal, viermal, fünfmal nochmal immer wieder überprüfen, aufschreiben von 1 bis 12. Bitte nicht keine Copy und Pasten oder fotografieren oder screenshotten. Und dann musst du eben verifizieren, dass du durch das Anklicken dieser Boxen, ich habe die Wörter aufgeschrieben, ich verstehe, dass mein Vermögen oder meine eigene Verantwortung ist und ich lüge nicht, um das sozusagen, um das nur hinter mich zu bringen. So, das schreibst du auf. Ich werde das jetzt nicht machen, weil das wirklich nur der Demonstration ist, aber nur die prinzipiellen Prozesse. Und wie gesagt, für die Details würde ich dich da gerne weiterverweisen an BTC Sessions. Ich möchte nur einfach nur der Einfachkeit und der Simplizität wegen einfach nur zeigen, dass Mutiny genauso wie Phoenix Wallet ein Selbstverwaltungs-Wallet ist. So, und hier gehe ich zu den Einstellungen. Da kann man hier zum Beispiel Lightning Channels hier überprüfen. Habe ich natürlich noch keine. Dann hier kannst du, ja, nachdem du auch, also hier habe ich auch noch nicht mehr kein Passwort. Hier kannst du eben restoren, ja, indem du diese 12 Wörter hier aufschreibst, die du vorher sorgfältig aufgeschrieben hattest, falls du, wie gesagt, falls du deine Browsergeschichte oder wenn du das nur über Web machst oder dein Wallet verlierst oder Entschuldigung, dein Mobile Wallet verlierst, dein Gerät verlierst oder dergleichen. So, Currency, also die Währung kannst du natürlich auf Euro umstellen. Select Currency, kann ich das gehen. So, und da kann ich nochmal, ja, hier ist nochmal Main Screen, Send und Receive. Nachdem ich noch nichts habe, kann ich auch noch nicht senden. Ja, gehen wir nochmal bei Einstellungen. Hier kann ich die Servers. Hier kann ich, du kannst deine eigenen Server natürlich verbinden, ja. Wenn du ein bisschen technisch weiter entwickelt bist oder mehr Wissen hast und bisschen sattelfester bist, dann kannst du dein Wallet natürlich mit deinen eigenen Servern verbinden. So, aber das sind auf jeden Fall mal die Servers, mit denen das verbunden ist, dein Wallet. Hier gehe ich nochmal auf Wallet Connections. Hier kannst du, wenn du zum Beispiel Nostr, also das ist ein dezentralisiertes soziales Medium, falls du es noch nie davon gehört hast, hier dein Nost-Client hier verbinden, also quasi automatisch genehmigen lassen. Und das stellt dann die Verbindung dann her. Das ist auch ganz im Detail dann im
ein Videotutorial von BTC Sessions erklärt. Wie gesagt, auf Englisch, aber das ist der Grund, warum ich das jetzt so im Überblick einfach mache. Und so kannst du natürlich auch diverse Beträge, die du, also Lightning, quasi Transaktionen, Lightning spenden, automatisch dann einfach abziehen lassen, ja, also deduzieren lassen von deinem Wallet, ja. LNUL, ja, also falls du eine LNUL-Adresse hast, kannst du das hier eingeben. Dann, was gibt's noch? Sync Nostra, da kannst du hier deine öffentliche Nostra-Adresse hier eingeben und dann synchronisiert das Ganze mit deinem Nostra, und mit den Nostra-Kontakten. Das ist ein Emergency-Kit, da kannst du eben ja diverse, ja, falls es irgendwie Bugs, Probleme gibt, das Ganze irgendwie überprüfen lassen, analysieren lassen, Daten vielleicht hochladen oder speichern, die Logs auch downloaden und speichern oder einfach alles löschen. Das ist wirklich im Notfall. Ich würde das nicht machen, aber wie gesagt, die Möglichkeit hast du, solange du deine 12 Wörter sorgfältig aufgeschrieben und verwahrt hast. Gut, und dann hast du natürlich eine Admin-Page. Hier steht, das ist ein geheimes Debug-Tool. Also wenn es irgendwelche Bugs gibt, dann das sind interne Werkzeuge, um das Wallet irgendwie zu debuggen, falls es Probleme geben sollte, um die App nochmal zu testen. Sei vorsichtig, heißt das damit, also nicht herumspielen, am besten wirklich dem Support in Verbindung setzen. Hier kannst du ja deine Channels hier einsehen. Resync Wallet, Reset Router, den Node stoppen, etc. etc. Also das sind wirklich ganz technische Details, die du jetzt, mit denen du dich jetzt nicht auseinandersetzen musst. So, hier kannst du natürlich hier über die App Mutiny Wallet die Kamera zulassen und dann seinen QR-Code mit deiner, zum Beispiel, ich bin jetzt am Laptop mit einem Laptop-Kamera, aber mache ich jetzt nicht, sozusagen aktivieren, genehmigen und dann kann ich das Ganze einen QR-Code quasi einscannen. So, ich cancel das Ganze wieder. Ich gehe wieder zurück. Was gibt's noch? Activity, also ich habe noch keine Aktivitäten, Wallet, Nost. Was gibt's da? Ja, also eben, da steht nochmal, wenn du eine Transaktion machen möchtest hier, hier kannst du einfach ganz einfach Bitcoin senden und hier gehst du auf Scan QR-Code noch einmal und da kannst du nochmal, wenn du die Kamera aktiviert hast, den QR-Code scannen, einscannen oder einfach hineinpasten, falls du das irgendwo anders hast, copy and pasten und dann einfach hier einfügen und dann auf Continue gehen, fortsetzen. Gut. Das war's dann schon. Ich möchte nur kurz einfach nur mal das Video, einfach nur kurze Segmente, einfach nur von BTC Sessions und zwar auf YouTube, Mutiny Wallet, Bitcoin Lightning und Nost Made Easy heißt das Tutorial von BTC Sessions. Das ist von wann ist das? Das muss vom 2. November sein. Ich werde das jetzt lautlos machen. Und vielleicht mit Subtext, aber auf Englisch hier. Und da zeigt er dir eben hier, wie er die App installiert, also download, installiert. Und das erste Mal natürlich brauchst du Bitcoin, die musst du dir vorher irgendwo besorgen. Es heißt also über Exchange am besten, über einen Automaten vielleicht, irgendwo Bitcoin-Automaten. Und das siehst du, wenn du das auf diese drei Dots klickst, auf deinem Webbrowser, auf deinem Handy. Bei mir geht es nicht, glaube ich, eine viel ältere Version. Er sagte dir, installiere die App und so, ja, hat er dann dir demonstriert, er installiert dir die App und ja, und dann dauert es eben eine Zeit lang, bis das Ganze installiert ist und dann zeigt er dir, wie er die ersten Transaktionen macht. Die 12 Wörter, wie du das sorgfältig aufschreibst und sicher verwahrst. Da kannst du auch ein Passwort hier auch eingeben. Musst du aber nicht, um das Ganze zu kryptografisch quasi zu sichern. Wallet Overview.
Also ihr kriegt einen Überblick, Lightning, On-Chain. Ja, also ich werde jetzt nicht jetzt alle Details jetzt nochmal hier besprechen, aber ich wollte einfach nur zeigen, wie er das dir das demonstriert auf seinem Handy, ja, auf seinem mobilen Android oder kann oder auch ich glaube sogar iPhone geht es auch, aber auf jeden Fall ein Android. Ja, und so zeigt er dir, wie du die Transaktion machst, den QR-Code einscannst. Auch mit einem anderen Handy macht er das eben über Phoenix Wallet zum Beispiel und Mutiny Wallet. Hier kannst du diverse Einstellungen machen, wie du das, in welcher Format du diese Adressen haben möchtest oder also beides, Lightning und On-Chain oder nur Lightning. Aber am besten ist beides. Dann kannst du sagen, hin und her selektieren. Ja, und da zeigt er dir eben auf der rechten Seite mit dem Phoenix Wallet und auf der linken Seite mit dem Mutiny Wallet. Ja, so. Und dann später zeigt er dir auch eben, ja, dass du eben das auch beides haben kannst, ja, also sowohl On-Chain als auch Lightning, wie du die Adressen auch copy und pasten kannst, die Transaktionen verifizieren kannst, direkt über View, also siehe Transaktion, dann geht er, springt er automatisch auf den Mempool oder auf den Blockchain Explorer und dann weißt du eben, wo genau deine Transaktion steht, mit welcher Gebühr etc. und wie lange es noch dauert. So, Swap to Lightning, du kannst natürlich auch alle On-Chain-Transaktionen dann zu Lightning dann so konvertieren mit einer geringen Gebühr. Ja, das zeigt der BTC Sessions alles, also der Ben. Ja, und es ist wirklich sehr leicht handzuhaben und hier zeigt er da auch eine On-Chain-Transaktion von Mutiny auf Phoenix. Dann, ja, weiters, hier siehst du eben alle seine Transaktionen, dann verbindet er das zum Beispiel sein Mutiny Wallet mit Nost-Klienten, synchronisiert alle seine Kontakte und so kann er zum Beispiel irgendeinem Kontakt, ja, von ihm zum Beispiel 50 Sats gleich sofort deduzieren lassen, also abziehen lassen von seinem Wallet und eine Spende machen zum Beispiel auf die Schnelle, ja. Gut, was zeigt er dann noch, der Ben? Ja, also diverse Maximum, Minimum Limits, wie viel du zum Beispiel pro Tag an Spenden quasi machen kannst, indem dir zeigt, wie du das einrichtest, die Wallet Connection, die Beträge, die du maximal sozusagen pro Tag, pro Woche oder pro Monat sozusagen für Spenden zur Verfügung stellen möchtest. Ja, wie eben die Verbindung zwischen deinem Mutiny Wallet, Mutiny Lightning Wallet und Nost funktioniert. Ja, das ist zum Beispiel hier. Hier drückt er zum Beispiel auf dieses Blitzzeichen auf Nost und automatisch wird dem Nutzer sofort irgendein vordeterminierter Betrag einfach überwiesen und transferiert als Lightning-Transaktion. Gut, ich möchte jetzt nicht, wie gesagt, mich da allzu lange jetzt aufhalten. Dann zeigt er die Recovery, die Wiederherstellung des Wallets, falls du alles verlieren solltest, aber eben die 12 Wörter sorgfältig aufgeschrieben hast und es irgendwo sicher verwahrst. Dann gibst du die ein, bestätigst das Ganze und voilà, hast du dein Wallet wiederhergestellt mit den Beträgen, die du schon vorher drinnen gehabt hast. Also in diesem Fall hier nur als Lightning. Ja, und dann gibt er halt noch seine Senf dazu, was er sich noch wünschen würde. Hier zeigt er dir die Channels, die schon da sind. Da kannst du auch die Channels schließen und dir das dann auf dein Wallet, auf irgendeine Adresse dann transferieren lassen. So, das war's dann schon. Ja, tolles Video, wie gesagt, von ihm. Ich möchte es nicht, ich habe das auch nicht auf meinem Handy das demonstrieren können, leider, weil ich damit diversen technischen Problemen zu kämpfen habe, mit Autofokussierung, ältere Version von Android etc. etc. Aber ich wollte einfach nur mal kurz über die Hintergründe, wer dahinter steht. Also dieser Tony Giorgio ist der Co-Begründer und CEO von Mutiny Wallet. Es ist ein Selbstverwahrungs- oder selbstverwaltendes Bitcoin Lightning Wallet, wie auch das Phoenix Wallet. Und ich würde dir auch wirklich, ich würde mir wünschen, dass auch viele andere Bitcoin-Neulinge, Bitcoin-Anfänger gleich
Und nicht sofort mit dem Wallet Satoshi. Hat sicher seine Vorteile, ist auch nutzerfreundlich, definitiv, oder Moon Wallet, aber das sind keine Selbstverwaltungs- oder zu selbstverwahrende oder Selbstverwaltungs-Lightning Wallets oder Bitcoin Wallets, aber eben wie Mutiny oder Phoenix Wallet ist es ein ganz ein tolles und leicht zu bedienendes Bitcoin Lightning Wallet, und ich würde mir wirklich wünschen, dass du auch anderen, deinen Freunden oder deine Familie oder wem auch immer, empfiehlst, sofort mit einem Selbstverwahrungs-, weil es geht darum, es geht um Selbstautonomie, Selbstsouveränität, es geht um Eigenverantwortung. Also das ist schon ein Paradigmenwechsel bei Bitcoin. Es geht um, und du willst dir jetzt keine, nicht schon wieder, ja, eine Bank, eine Institution, irgendein technologisches Unternehmen oder ein Softwareunternehmen irgendwo in der Mitte haben als Drittpartei. Du willst selbstautonom, selbstsouverän, eigenverantwortlich, die Macht, ja, und die Handhabe und die Vollmacht über die Eigenverantwortung, über dein eigenes Vermögen, über deine eigenen Sats oder Bitcoin haben. Weil irgendwas, wenn irgendwas sein sollte, ja, dann hast du deine 12 Wörter oder 24 Wörter, die kannst du ja auch natürlich im Kopf auch merken, rein theoretisch, aber auch praktisch ist es auch schon passiert, dass Leute, die ihr Vermögen verkauft haben oder ihre letzten Fiat-Gelder zu Bitcoin konvertiert haben, haben sich die 12, 24 Wörter gemerkt, sind über die Grenze irgendwohin, haben sich entweder ein Bitcoin-Wallet oder über ein Hardware-Wallet das Ganze nochmal aufgeschrieben oder eingetippt und ihr Vermögen wiederhergestellt. Also das ist wirklich evolutionär. Es ist wirklich, es ist jenseits von revolutionär, es ist evolutionär. Und es ist ein absoluter Paradigmenwechsel. Also wirklich der absolute Traum von Hayek, von den österreichischen Ökonomen oder Buckminster Fuller, sozusagen, du sollst nicht gegen das bestehende, existierende System ankämpfen, ich paraphrasiere das Ganze, sondern sagen Opt-out, ja, das heißt, steig aus und mach dein eigenes System, mach dein eigenes, schaffe deine eigenen Strukturen, dein eigenes System, dann brauchen wir keine Zeit und Energie verschwenden gegen das alte oder existierende System. Mein Name ist Kevan Davani, ich bin der Host der Kevan Davani Connection, der Davani Connection, und würde mich freuen über dein Feedback. Sag mir, ob dir irgendwas fehlt, irgendwelche Fragen, die ich vielleicht noch beantworten kann in den Kommentaren. Du kannst mir auch natürlich auch auf Twitter, LinkedIn, Facebook ungern, aber Telegram auch folgen. Schick mir bitte deine Wünsche, oder falls du mal Interviews hören möchtest oder Interviewpartner in meiner Show haben möchtest, oder Experten, Expertinnen, Insider, Whistleblowers, die ich vielleicht auf meine Show einladen kann. Ich habe mittlerweile schon so ziemlich alle Persönlichkeiten, alle renommierten Persönlichkeiten im Bitcoin-Space in meiner Show gehabt. Falls du Fragen hast, Themen vielleicht oder Tabuthemen oder technologische Themen oder irgendwie außerhalb der Box, auch ich bin sehr offen dafür, ja, um die Dots miteinander zu verbinden, um einfach den Verstehensprozess ein bisschen auch zu beschleunigen, zu verstärken. Also wirklich tiefer rein in den Kaninchenbau. So, aber da geht es jetzt nun mal rein um Bitcoin Wallets oder Bitcoin Lightning Wallets, Selbstverwahrung, selbst zu verwaltende Bitcoin Lightning Wallets. Und freue mich schon auf eure Kommentare, auf eure Fragen. Mein Name ist Kevan Davani, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.